Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, ich habe jetzt noch mal ein kleines Päuschen gemacht. Ich feiere das auch mit den Lampen jetzt mittlerweile. Den haben wir verkackt in der letzten Folge. Aber aus Versehen falsch herum hingehauen. Aber egal. Es tut, was es tun muss. Haben wir überhaupt noch was? Ja, wir haben noch Fleisch. Dann werden wir gleich definitiv nicht verhungern. Dann müssen wir gleich auch schon mal rüber. Wieder ein bisschen Holz sammeln und Stöcker. Weil, ja, davon brauchen wir noch jede Menge. Und ja, ich habe sogar tatsächlich während dieses Päuschen hatte. Okay, das Päuschen war schon ein paar Stunden, muss ich ehrlich sagen. Hatte das Spiel ja auch ausgeschaltet in der Zeit. Hatte auch in der Zeit eben Kollegen geholfen gehabt, so für sich da seinen Mischpult aufzubauen, dem lieben Sally hier. Dem Marcel. So, falls er das sieht, so schöne Grüße an dich. Und dann auch privat nochmal, für mich selber. Ich weiß nicht, ob ihr auch Reactions oder sowas von mir mal haben wollt, aber mich privat auf jeden Fall selber habe ich mir die neue Staffel Seven vs. Wild reingezogen und auf jeden Fall an die ganzen Teilnehmer hier, Nova, Otto, sogar Knossi, großen Respekt von meiner Seite aus, dass sie da teilgenommen haben. Mir gerade, ja, das heißt gerade, also vor ein, zwei Stunden hier die Ankunft erstmal reingezogen gehabt, so, das war ja schon, glaube ich, Sonntag online. Habe ich irgendwie verpasst, dass das schon online war. Und direkt dann im Anschluss, weil das ja gerade dann in dem Moment dann rauskam, hier die, Dingens hier, die, zweite Folge. Wo, ja, okay, ich will jetzt auch nichts spoilern da, aber auf jeden Fall auch großen Respekt an die Jungs und Mädels da. Was Knossi angeht, sogar muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Fan von ihm, so von seinem Content zumindest. Aber auch er verdient von meiner Seite auf jeden Fall großen Respekt, dass er sich überhaupt getraut hat, das durchzumachen, hätte ich niemals gedacht. Und ich hatte auch sogar auch tatsächlich eingeschätzt gehabt, dass er und Nova wahrscheinlich sogar sehr weit am Anfang, am ersten Tag wahrscheinlich sogar schon aussteigen würden. So von meiner Seite geschätzt. Ich will das jetzt aber auch nicht unterstellen oder so. Dass das der Fall sein wird. Also ist wahrscheinlich auch schon. Der ist ja wieder da. Interessant. Ich dachte, den hätten wir schon längst entsorgt gehabt oder so. Also, beziehungsweise nicht entsorgt gehabt, sondern dass der einfach gedespawnt ist. Ey, aber ich muss trotzdem sagen, was Seven vs. Wild angeht, bin ein großer Fan vom Format. Klar gibt es da auch Leute, die ich zum Beispiel gar nicht kannte, zum Beispiel die Sabrina und so. Der Fritz, der ist mir auch erst durch Julian Bam hier eigentlich bekannt geworden, also habe ich angefangen zu kennen. Also nicht persönlich kennen, aber sein Format halt, seine Videos. Und hatte mir auch damals, als ich dann hier und Julian hier die letzte Song aus der Bohnen reingezogen hat und dann auch selber die Reactions dazu von anderen YouTubern. Und dann dadurch erfahren hatte, dass Fritz Meinige, Seven vs. Wild und so weiter, komplette erste Staffel privat nochmal reingezogen. Und
Da hatte ich dann auch angefangen, so ein bisschen zu überlegen. So. Wie würde ich mich da quasi stellen? Wie würde ich da klarkommen? Vor allem auch, ich finde, das Thema passt auch gerade so gut, dass wir auch The Forest dazu spielen. Habe kurz gedacht, was ist denn das? Aber das war der Schatten vom Baum. So. So, komm, gib um. Also klar, jeder von den Teilnehmern würde bis zum Ende durchziehen wollen. Auch verständlich. Bei Fritz und bei Otto, dem, oder wer von denen war nochmal der Ex-Soldat? Ich glaube, Otto war das. Bei denen sieht man auch, denen geht es nicht nur darum, teilzunehmen, sondern zu gewinnen. Aber meiner Meinung nach, jeder Einzelne von denen, der da teilnimmt, hat schon gewonnen, auf jeden Fall. Die gehen allesamt da aus ihrer Komfortzone raus und versuchen möglichst lange das zu überstehen, durchzuhalten. Das Ding ist eh voll. Ja, kann doch nicht sein, dass jetzt schon wieder Abend ist. Kann doch nicht sein. Jedenfalls trotzdem ein größerer Respekt. Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalten würde. Würde ich da teilnehmen? Sollte ich irgendwann mit meinem... Sag, was war denn das? Der Baumstamm da hinten. Würde ich da jemals teilnehmen sollen, wenn ich irgendwann groß genug vom Kanal her bin? Und wenn ich auch irgendwann wieder mal mit Twitch anfangen würde? Das ist auch schon jetzt Ewigkeiten her, wo ich da das letzte Mal aktiv war. Also ich hätte für mich selber persönlich das Ziel, Minimum 3 Tage durchzuhalten. Minimum. Das wäre mein persönliches Ziel. Und wir haben wieder Durst. Oh, das Ding ist bald leer. Wir bräuchten bald wieder einen Regen. Und ich würde mir wahrscheinlich sogar auch selber so eine Challenge setzen. Mit dem Wissen aus solchen Spielen wie The Forest und so zum Beispiel. Und so Survival Games. Wie viel von diesen Spielen entspricht überhaupt der Realität oder der Wahrheit? Würde mich persönlich auch interessieren. Da ich würde jetzt nicht nur eine Axt mitnehmen wollen. Ich würde da wahrscheinlich, wenn ich mich selber einschätzen würde, schon 3, 4 Gegenstände mitnehmen wollen, auf jeden Fall. Eine Axt oder eine Machete wäre auf jeden Fall bei mir mit dabei. So einfach damit ich zumindest damit auch die grundlegendsten Dinger hier für mich machen kann. Zum Beispiel wie jetzt in Panama eine Kokosnuss öffnen, damit ich was zu trinken und was zu essen draus kriegen kann. Was ich aber auch definitiv mitnehmen würde, wäre tatsächlich sogar ein Buch. So ein Survival-Buch oder zumindest was Flora und Fauna angeht. Und zwar, ja, ey, wir haben doch gerade drüber gesprochen. Geil, es regnet jetzt. Ich habe da was schreien gehört. Ich glaube, da hinten sind die wieder, bald. Wir machen uns wieder ein kleines Feuerchen. Also, 2 Gegenstände habe ich jetzt genannt. So ein
So eine Machete oder so eine Axt oder sowas. Also eher Machete statt Axt. Weil man auch notfalls Bäume fällen kann oder sowas. Und halt natürlich Buch über Flora und Fauna. Zu der Region am besten, wo man hingeht. So wie jetzt Staffel 2 von Seven Worlds of Wild, Panama. Da würde ich auch gerne, wenn ich da teilgenommen hätte, auf jeden Fall dann so ein Buch zu der Flora und Fauna dort okay, dann haben wir eingesammelt, nice. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich das Fleisch eingesammelt habe. Aber wir erfrieren sofort wieder. Und wir verhungern gleich. So. Gut vom Zuhause. Der Mond steigt aber auch schnell auf. Ein dritter Gegenstand, was ich nehmen würde, wäre tatsächlich auch so eine Art Feuerstein. Hallo? So. Obwohl Feuerstein kriegen die alle automatisch mitgeliefert, oder? War das so? Ich glaube, die hatten alle automatischen Feuerstein mit bei. Also. Also mir wäre sowas auf jeden Fall wichtig. Seile, Schnüre oder sowas in der Richtung wäre mir eher weniger wichtig. Egal, wir erfrieren sofort wieder. Feuer ist auch wieder aus, natürlich. Ein Wasserfilter oder sowas würde ich eher nicht brauchen, denn ja, ich glaube, von so Survival-Krams würde ich sagen, gucke ich genug, um mir selber sagen zu oder einreden zu können, was man braucht und was nicht, so wie man Wasser selber herstellt oder produziert, findet und sowas. Ich glaube nicht, dass ich sowas dann eher brauchen würde. Aber wie ich selber jetzt so drüber nachdenke, ist gar nicht so einfach, sich zu überlegen, was braucht man wirklich. Knossi, ich habe das aber auch übelst gefeiert, so 7 Zigaretten. 7 Zigaretten, die braucht er. Die sind lebensnotwendig für ihn. Boah, ich habe mich voll wegen der Möwe richtig erschrocken jetzt. Ich dachte, es hat jetzt ein Ureinwohner hier auf meiner Insel. Egal. Boah, Herz ist einen Moment kurz in die Hose gerutscht. So, jetzt müsste uns warm genug sein. So, und jetzt sind wir endlich wieder hier oben. Na, ich würde sagen, wir machen die beiden hier mal. Die Wand. Nächstes. So. Und
den hier tun wir mal dahin. Sieht so aus, als hätte es nötig. Jetzt müssen wir ganz schnell runter, damit wir hier nicht einfach irgendwie erfrieren. Irgendwo, wo wir uns erwärmen können. Nee, wir wollen Feuer. Wir wollen uns nur aufwärmen. Echt, aber das war echt dämlich von mir. Egal, vielleicht irgendwann werden wir das nochmal erneuern. Aber aktuell erstmal Hauptsache wir haben Licht. Dann gehen wir jetzt noch nicht schlafen. Aber wir können. Runde. Wir haben jetzt keine Stöcker gesammelt, fällt mir gerade auf. Egal, dann gehen wir trotzdem mal runter. Da. Wir können uns hier aufwärmen. Das ist super. Wo ist denn der Mond hin? Jetzt kriegen wir wieder Hunger. Was? Esper und der ist noch frisch. Kann es sein, dass wir hier immer automatisch die frischen drauflegen? Anstatt die S-Bahn? Ist fertig. Jetzt gehen wir hier aber mal was trinken. So. Ja. Wollte schon sagen, warum geht's nicht hoch? Würde ich jetzt aber noch mal versuchen, schlafen zu gehen. Geht immer noch nicht. Ja, dann egal. Dann egal. Die Nacht ist eh gleich um. Überleben wir. Gut. Dann können wir uns vielleicht doch langsam wieder auf den Weg zurück machen. Hat auch schon aufgehört zu regnen. Also es regnet gar nicht mehr. Können wir uns gleich auf den Weg zurück machen und anfangen nochmal Holz zu sammeln und Stöcker. Wahrscheinlich sind wir schon drüben, sobald es aufgehört hat mit der Nacht, sobald es hell ist. Trotzdem muss ich sagen, auf jeden Fall an die ganzen Teilnehmer von Seven vs. Wild, die vom letzten Jahr und auch die von diesem Jahr, meinen größten Respekt auf jeden Fall. Vor allem ist es auch schon eine sehr, sehr große und starke Überwindung, überhaupt zu sagen so, ey, 7 Tage lang allein in der Wildnis, isoliert von Freunden und Familie oder sonst mit jedem, den man kennt, nur mit sich selber ausgesetzt zu sein, finde das schon echt, echt krass. Warte, achso. Wir haben doch vorhin Knochen gesammelt gehabt, richtig? Ja, wir haben wieder 11 Stück.
Und hier sind wieder 5. Eine Knochenrüstung brauchen wir aber 6. Wo sind sie? Ich sehe sie gar nicht. Keine Ahnung, wo die sind. Muss ich vielleicht höher? Nö. Aber wie gesagt, wie angekündigt, wir sind. Oh. Wieder. Wir sind hier. Ach, da sind sie. Was schreit ihr so? Verstehe ich nicht, warum die so schreien. Ich hoffe nur, wenn ich irgendwann in Seven Wonders Wild mitmachen sollte, sagen wir mal so grob geschätzten 5, 6 Jahren vielleicht, wenn es da immer noch läuft. So wahrscheinlich schon in der 7. Staffel. 7., 8. Staffel. Hoffe ich nicht, dass solche Leute dann da auf meiner Insel dann da sind. So Ureinwohner. Ich hoffe nicht. Ansonsten werde ich so wie Rezo mit wem hat er das gequatscht gehabt? So in dessen Beschreibung hier, was aus Simon Unge, also aus Unge gespielt wird. Wenn solche Viecher da kommen, so Ureinwohner, so mutierte. Dann wird genau das, wie Simon beschrieben wurde von Rezo und Dings, auch vor ein paar Tagen hier über Thema Samurai Sowald. Dann wird genau diese Beschreibung aus mir passieren. Die ganze Insel würde brennen und ich schwimme dann zur nächsten Insel rüber, loote alles ab und töte jeden. Aber ich würde sagen, da wo jetzt die Sonne hier aufgeht, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.